Und damit nochmals ein herzliches Willkommen hier in der Kaufbeurer Energie Schwaben Arena. Das erste Heimtestspiel des ESV Kaufbeuren steht an und zu Gast sind die Bietigheim Steelers. Der ESV Kaufbeuren in Rot von links nach rechts und die Steelers in Weiß von rechts nach links. Ja, Tyler Spurgeon kann gleich mal die Offensive einschaltet. Der 28-jährige Kanadier, letzte Saison in Innsbruck, bester Verteidiger gewesen und jetzt das 1:0 für den ESV Kaufbeuren. Maximilian Hopps in der 12. Spielminute. Ja, da läuft der Konter über Nico Heigl und das sieht Max Hopps. Der hat dann das leere Tor vor sich und da keine Probleme einzuschieben. Max Hopps schießt also das erste Tor des ESVK in der Saison 2023-2024. Nico Heigl im ersten Heimspiel direkt mit seinem ersten Scorerpunkt. Ein sauberer Pass und Hopps hat getroffen. Es ist ihm von Herzen zu wünschen, aber für den ESVK natürlich schon ein kleines Loch, was da klafft. Und unter anderem die Heigl-Brüder sollen das natürlich auffangen. Und jetzt Johannes Kraus mit dem Schuss und der passt ganz genau. 2:0. Johannes Kraus, 14. Spielminute. Ja, knappe 2 Minuten nach dem 1:0. Keppert ist wieder. Das Team die Scheibe dann nicht geklärt. Johannes Kraus dann ohne Gegenspieler. Kriegt die Zeit. Der Spieler der Bietigheim Steelers noch weg vorher. Eine gute Übersicht mit Johannes Kraus. Frei im Slot. Passierter Abschluss. Hat dann keine Mühe, die Scheibe im Tor unterzubringen. Ja, man hat auch gesehen, dass die Zuordnung dann nicht gestimmt hat. Der Spieler rutscht weg und statt. Ja, und sein Co. Fabian Dahlem, auch kein Unbekannter, jetzt auch schon seit einigen Jahren bei den Steelers. Ja, gute Chance. Da ist der Anschlusstreffer. Fabian Kuki mit dem 2:0 in der 24. Spielminute. Da kann die ESVK die Scheibe nicht klären. Fabian Kuki steht dann frei im Slot. Trifft durch die Hosenträger von Daniel Fiesinger. Alex Thiel, Direktschuss, die Scheibe ist im Tor. Im neuen Spielstand steht 3:1. 2 Sekunden waren noch in Überzahl auf Spur. Der ESVK markiert auch seinen ersten Überzahltreffer des Abends. Die Scheibe kommt vor das Tor zu Alex Thiel, der da komplett verweist und haut einfach drauf und dann passt die Scheibe ganz genau. Übers Gestänge geht sie ins Tor. Die vierte Reihe ist heute mit viel Zug zum Tor. Ja, man muss jetzt aufpassen. Ryan Grob. Fiesinger kann abwehren und im Nachschuss dann der Anschlusstreffer. Doch die Steelers 3:2 in der 34. Spielminute. Und der Torschütze, das war Noah Safran. Bob macht es da gut. Haupt den Scheibe, bringt die Scheibe zum Tor. Fiesinger kann sie dann nur abprallen lassen. In Hamburg über 1,5 Punkte pro Spiel gemacht in der Oberliga und die Chance für die Steelers und das Tor. 3:3 Ausgleich in der 52. Spielminute in Überzahl für die Gäste aus dem Ellental und Torschütze ist Fabian Kuki. Fabian Kuki damit zum zweiten Tor des Abends. Der Fiesinger kann da nur prallen lassen. Da viel Verkehr vor dem Tor. Ja, Kuki reagiert da schneller wie Jamal. Jamal Watson. Ne? Und jetzt muss man aufpassen. Lagacé verhindert den Pass. Weißalter Gossic hat gelauert. Ist davon geeilt. Johannes Kraus im 1 gegen 1. Johannes Kraus, immer noch Johannes Kraus und die Scheibe ist im Tor. Johannes Kraus auf Jamal Watson und der ESVK macht es 4
zu 3 in der Verlängerung und entscheidet dieses Vorbereitungsspiel für sich. Ja, Jamal Watson mit seinem Premierentreffer im ersten Heimspiel, aber das Tor gehört zu großen Teilen. Johannes Kraus, der da 2 Gegner schwindelig spielt. Und für der Grundlinie dann zurück. Schlägt und Jamal Watson dann. Wie Max Hoff zum ersten Tor schon ohne Probleme. Der ESVK startet siegreich. Zu Hause in die Saison. Ja, es war, ich finde, total abgeklärt gemacht von Johannes Kraus. Ja, der den Platz sieht. Ja, und er bestätigt seine gute Leistung einfach am heutigen Tag auch. Ja, er knüpft da nahtlos an die Leistung in der letzten Saison an.